Herzlich willkommen bei der Bourbon Sippe mit mir. Ich meine, Damen und Herren, heute schauen wir von Niarla. Wahrscheinlich habe ich falsch ausgesprochen. Höchstwahrscheinlich. Das Video, also dem Song-Video ist es ja nicht, ist ja nur ein Standbild. Ja, ist nur ein Standbild. Toter Winkel, in Klammern Streuner an. Dieser Vorschlag kam von Mr. Equa. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Wahrscheinlich nicht. Er hat ihn geschrieben, sehr unbekannt, hat mehr verdient. 14 Aufrufe. Das bedeutet, er hatte in dem Zeitpunkt nur 14 Aufrufe. Jetzt gucke ich drauf und denke mir so, er hat 19 Aufrufe. Mein Freund. Ich bin mal gespannt. Ich bin ja immer so ein Typ, der sich auch etwas kleinere und unbekanntere Künstler und Rapper annimmt und die anguckt und dann seine persönliche Meinung dazu sagt. Deswegen, ich bin mal gespannt, was mich hier erwartet. Und vorneweg, falls es schlecht sein sollte, sage ich, dass es schlecht ist. Wenn es gut ist, sage ich, dass es gut ist. Und ich werde es auch begründen, warum. Natürlich. Und nein, es ist keine Analyse, es ist nur meine persönliche Meinung. Iraker. Achso, in der Infobox stand, dass der Beat von ihm selber ist. Wahrscheinlich der Text höchstwahrscheinlich auch von ihm selber. Und das Mastering auch selber ist. Also quasi ein Selfmade-Projekt. Ich bin mal gespannt, was mich erwartet. Wieder so ein bisschen düster gehalten, was ich nicht schlecht finde. Ich mag solche, wenn die gut sind, mag ich solche düsteren Beats. Wie bei Zombies zum Beispiel. Feier ich. Der Beat, wie gesagt, der ist selber gemacht, von ihm selber. Nicht schlecht, Alter. Meine ersten Beats, die ich gemacht habe, die klangen anders. Fuck, Alter. Die klangen wirklich anders. Fuck, bin ich fertig. Ich bin mal gespannt, was mich jetzt erwartet. Whisky atem nichts zu sagen, aber Pissparaben über Schicksalsfragen, die dich quälen schon seit dem Kindergarten. In diesen Tagen wird im Hip-Hop nichts geboten, außer aufgekochter Meinungen mit doppelten Boden. Aus Sarkasmus, Ironie und circa Dutzend weiterer Stilmittel. Deine Ironie kannst du schon ironisch ins Knie ficken. Weil sie letzten Endes nichts weiter als Feigheit ist, egal wie du auf Rapper tust, weil du am Ende keiner bist. So wie mein Essen zu dem stehen, was man sagt. Mach dich. Der Einstieg, Alter. Der Einstieg. Na leck. Guck mal, das müssen wir jetzt nochmal hören. Das Slow bei 20 hat er angefangen. Also die Einstiegslines. Ich glaube, die 3-4. Whisky atem nichts zu sagen, aber Pissparaben über Schicksalsfragen, die dich quälen schon seit dem Kindergarten. Das ist ein Fünferkeim. Whisky atem, Kindergarten, Missparaben, glaube ich. Da sind wir schon bei 4 und da war noch eine. Ne, da sind wir bei 3. Da waren. Oh fuck, war nochmal noch Zeug. Whisky-Arte, nichts zu sagen. Aber Pissparabeln. Schicksalsfragen und schon seit dem Kindergarten. Alter Schwede, ne? Und dann noch die anderen Lines. Och. Dafür gibt's erstmal ein Like und ein Abo, mein Freund. So. Der Typ hatte nur 7, jetzt hat er 8. Geht auf mich, Alter. Like geht auch auf mich. Also, Hut ab, mein Freund, Hut ab. Ich bin mal gespannt, was noch passiert. Egal wie du auf Rapper tust, weil du am Ende keiner bist. So wie mein Essen zu dem stehen, was man sagt. Mach dich mehr zu nem MC, als jeder Labelvertrag. Doch erklär dir das mal, ich würde reden von Zahn. Facebook-Likes, Szene-Hype, Szene ist eh schon egal. Wie sie rappen, weil Hörer nicht checken und es ihnen Applaus bringt. Doch wenn ich was nicht fühlen kann, dann kann ich's auch nicht rausbringen. Warte mal. Ich hab schon mal so eine ähnliche, ist schon länger her, so eine ähnliche Line gehört mit den, wenn ich es nicht fühle, kann ich es nicht rausbringen. Oder so ungefähr in die Richtung ging die Line. Das Ding ist von 5.10.2017, also vom letzten Jahr. Ich will den Herrn jetzt natürlich nicht so unterstellen, dass er irgendwie irgendwo gebeitet oder geklaut hat. Aber ich glaube, warte mal, da war doch irgendwas.
ich weiß es nicht mehr ganz direkt, aber irgendwie so eine Art, nicht wortwörtlich, sondern in die Richtung, habe ich glaube schon mal sowas gehört. Wenn ich es nicht fühle, kann ich es nicht rausbringen oder werde es nicht rausbringen. Irgendwie sowas da. Also habe ich schon mal gehört, jetzt nicht gegen, dass es geklaut oder beide das. Nee. Ich meine jetzt nur sagen, dass ich sowas schon mal gehört habe in die Richtung. So wie schon Nietzsche es meinte, die Rapper trüben ihr Wasser auf, dass es tief erscheint. Zieht Leinen, denn ich bin keiner von euch, kein Kollege aus der Szene und auf keinen dein Freund. Doch jetzt sei nicht enttäuscht, denn karrieremäßig läuft es sehr mäßig, doch versteht sich, dass ich das nicht bereue. So weit kommt's noch, wer hat solche Kombos? Ja, sie meinen Fehler, wissen grad mal gar nichts, so wie Jon Snow. Und kopiere Leute wie mich. Schöner Flowwechsel. Und die Betonung, sehr schön, Alter. Ich habe das Abo, also den Abo und den Like habe ich nicht bereut, mein Freund. Ich um was im Fadenkreuz, ich jage euch zum Teufel, sonst nix. Und es kommt mir nicht mit, von wegen, das seid ihr Berechtigung. Ja, schade, dass es Rap ist und der Wackness eben wack ist. Punkt. Sag, was weißt du von Herzblut? Vom Texte schreiben, die beim Aufnehmen noch wehtun. Verstehst du? Mir ging es nie um was anderes. Und ja, du darfst es anders sehen, aber da machst du was anderes. Bitte, was sind das für Rapper? Dann noch dieses Gespitte. Ey, der Typ hat was und hat echt Talent. Muss man einfach sagen, Alter. Das geht natürlich wieder in die lyrische Ecke, wie Chris und etc. Die ganzen anderen Konsorten und so. In die Richtung geht das. Und das Problem ist auch, sowas feiert halt kaum jemand. Du musst wirklich ein Hip-Hop, ein Rap-Crack sein, wenn du sowas feierst, wenn du mehr auf die Texte stehst, auf das Drumherum. Ist einfach ein Fakt. Die das alles nicht von Herz sagen, gar keine. Super, dass wir das geklärt haben. Ernstsache, ich bin dabei, seit ich 13 bin und sicherlich beeinflusst, aber weitestgehend auf eigenem Film, ob mich das weiterbringt. Ich frag mal, geht's darum? Ich sag mal so, ich brauch kein Wasser durch die Schädel, wo man angenommen, das wäre eine Kunst. Dann geht es klar, so weit, dann wäre noch schöner, wenn du weißt, dass mir den Arsch aufreißt. Du Nase weit. Ein bisschen Real Talk, ein bisschen der Lebenswandel, wie lange schon dabei ist. Ich denke, das ist eine Ruhe vom Sturm. Wir haben noch eine Minute vor uns. Kommt wahrscheinlich noch ein bisschen was. Reiß halt den Ball flach. Bitte was, Web studieren, komm vorbei. Hier ist der Alltag, Tag. Niala, Träumer so wie Randolph Carter. Doch realer als die Liebe ist wie bei H.P. Lovecraft. VIP-Bereich im toten Winkel. Das katzengroßes Grinsen, unnahbar wie Rorschach. Besser rede nicht mit mir, als wäre ich Travis Bickle. Denn für was dich alle lieben, reicht mir grad zum Rest. Du Ficken, streich mich von der Gästeliste. Ich will nicht socializen, wir kennen uns nicht. Und von mir aus darf das gern so bleiben. Du toller. Ich sag nur so, die ganzen Namen, die am Ende gedroppt werden, damit kann ich überhaupt nicht anfangen. Ich hab gern zugehört und hab mir so gedacht so, wer ist das? Wo ist der Bezug? Oh fuck. Pilava sagt mir irgendwie was, aber richtiges Gesicht oder was der macht oder gemacht hat, kann ich jetzt leider nichts dazu sagen. Aber trotzdem, alles wirklich Zucker, die ganze komplette. Man muss ja bedenken, er hat alles selber gemacht. Alles. Master, Beat, Text. Also die drei wichtigen Dinge, wie ein Song halt entsteht. Alles selber gemacht. Nicht schlecht, mein Freund. Der Typ. Wahrscheinlich nur Beat. Ja. Also, ganz großes Kino. Echt danke für den Vorschlag, Mr. Equa. Ich hab's wahrscheinlich falsch ausgesprochen, aber ist okay. Fuck, bin ich ein ekliger Huren, Alter. Ich bin echt überrascht. Welche verborgenen Talente, wie auf YouTube haben, die keine Sau kennt. Jedes Mal aufs Neue.
Richtig, also große Props, Alter. Ich weiß nicht, ob er es sehen wird. Ob er es zur Kenntnis nimmt, dass ich ein Video über ihn gemacht habe. Also, ich bin echt überrascht. Ich hoffe natürlich, dass er seinen stabilen Weg weitergeht. Und die ganzen... Na gut, von der Hörerschaft kann man leider noch nicht reden mit... Leider nur 19 aufrufen. Wirklich leider. Der Typ hat ein paar hundert verdient. Vielleicht kann ich ihn damit irgendwie helfen und unterstützen. Dass es vielleicht ein bisschen anders aussieht. Aber ich bin echt überrascht. Wie ihr findet, könnt ihr gerne mal die Kommentare schreiben, natürlich, wie immer. Meinung, Kritik, Vorschläge, alles in die Kommentare. Der Kanal wird unten verlinkt sein, in der Infobox als erstes. Dann kommt der Song und dann all die Social Media Plattformen, was halt so alles in der Infobox steht von mir. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und macht irgendwas Sinnvolles. Yay. Yeah.